Im Münchner Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR, für ihn schlagen Herzen immer mehr. 1921 ging es los, der Fußball war schon damals famos. Herzlich willkommen zum VfR TV. Unser VfR hat gegen Augsburg gespielt, das Spiel ist gerade zu Ende. Und neben mir unser Trainer Daniel Weber. Danke Daniel, dass du kurz Zeit hattest. Könntest du unseren Zuschauern kurz sagen, einmal wie das Spiel war im Gesamten und dann kurz ein Fazit uns näher bringen? Ja, ich glaube, wir haben heute ein sehr starkes Spiel gemacht. Wir haben der Gegner hat am Anfang ein bisschen mehr Ball gehabt. Wir haben sehr gut sie attackiert und Bälle erobert und dann sehr stark gekontert. Und so sind wir auch, glaube ich, verdient 1-0 in Führung gegangen. Dann haben wir zwei, dreimal ein bisschen Glück gehabt hinten. Der Gegner hat so ein paar Billard-Situationen nach ein paar guten Dribblings in 16er gehabt, wo abgewehrt und abgefälscht und dann auf der Linie oder so. Ja, aber dann mussten wir leider das 2-0 schon machen in der ersten Halbzeit. Spielen wir den Ball unterkante Latte. Leider Pech gehabt. Stefan ist ja gerade nicht so von Glück gesegnet. Aber wie gesagt, war ein starkes Spiel. Die Jungs haben einen wahnsinnigen Aufwand betrieben. Zweite Halbzeit haben wir wieder am Anfang die ersten 20 Minuten eine super, super Phase. Müssen das 2-0 machen, haben Riesenchancen. Gerrit, Da Capo oder war auch wieder Stefan eine Riesenchance. Machen es aber leider nicht. Und ja, dann musst du mit einem zuerst von draußen zweifelhaften Elfmeter, kriegst es 1-1. Aber Lukas hat dann zu mir gesagt, eben ja, er hat ihn schon berührt und sonst läuft er allein aufs Tor. Also vertretbar, ja, Elfmeter leider. Ja, es ist halt dann hart. Also ich weiß nicht, wie er den Ball angenommen hat. Das sah man von der Situation schlecht, ob der Stefan dann eine Chance überhaupt dann hat, den Ball dann vielleicht zu halten. Mir ist dann immer lieber, der Spieler macht den Ball halt dann rein. Und das soll er ihn halt durchlaufen lassen. Dann soll er ihn so reinmachen, ist halt besser, als wenn du einen Elfmeter gegen dich kriegst. Da kannst du dann doch immer wenig machen. Ja, und am Schluss haben wir nochmal final zwei, drei Riesenchancen. Und machen halt das Tor nicht und dementsprechend, ja, muss man halt mit dem 1-1 leben. Aber im Grunde genommen ist es okay, wir haben... Also 1-1, weil du es gerade sagst, Punktgewinn oder Punkteverluste? Nein, für uns ist alles ein Punktgewinn, was wir holen. Schuster bleibt bei deinen Leisten. Wir dürfen dann nicht sagen, wenn wir den Gegner auch mal dominieren, dass wir dann immer gewinnen müssen, sondern wir haben auch da schon mal ein bisschen Glück gehabt, auch letzte Woche vielleicht in der einen oder anderen Szene gegen 60 und deswegen musst du dann auch mit dem Punkt mal leben können. Aber ich glaube, war ein gutes Spiel von uns und das ist das Wichtigste. Da du 60 gerade ansprichst, würde ich gerne mal zurückspringen. Das Spiel selber, ich meine, davon wurde ja schon viel geschrieben, man hat auch viel gesehen beim BV, auch in der Sendung, aber die Fans sind ja aus sich rausgekommen. Ich persönlich habe sowas noch nie erlebt. Wie hast du es empfunden? Kannst du es uns noch mal näher bringen? Ja, es war schon in der Halbzeit, wie wir in die Halbzeitpause gegangen sind, sind schon die Leute aufgestanden auf der Tribüne und der ganze rechte obere Block war mit Gachingern besetzt. Und es war natürlich schon, ich glaube, für mich recht überraschend, das schon so Szenenapplaus zu kriegen und für die Jungs auch. Aber ich glaube, das hat sie genau richtig gepusht, auch zur zweiten Halbzeit. Und dann hat man wirklich ab der 75., glaube ich, gemerkt, dass da richtig was kam, weil man das weil sie dann alle realisiert haben, dass wir da wirklich gewinnen können. Und dann sind sie richtig aus hier rausgekommen, haben angefeuert von der Tribüne und es schallt natürlich dann auch schön. Das ist immer ganz, ganz, ganz cool. Wirkt noch mehr, als es eigentlich ist. Und aber hat man, wenn ich kurz dazwischen fragen darf, weil ich habe ja auch mit angefeuert, die 60er, hat man die überhaupt gehört dann noch in der letzten Viertelstunde? Ja. Man hat ja beide Lager gehört und das ist natürlich schön. Ganz cool. Auch wenn es dann nur 1100 Zuschauer waren, aber gerade für die Jungs ist es halt super. Und ich glaube, das war auch die Initialzündung am Schluss, dann sich dann auch in den einen oder anderen Ball so reinzuschmeißen nochmal oder nochmal den langen Schritt zu machen, um das zu verteidigen. Und ja, und heute hat man es, glaube ich, auch gemerkt. Ich wollte gerade sagen, heute kam die Welle auch nochmal so ein bisschen. Auf einmal bei Standardsituationen wurde es halt klatschend angefeuert. Und das ist halt für uns, halt, glaube ich, jetzt mal was Besonderes, dass es hier... ja, so ein bisschen aus sich rausgeht und dass das die Leistung von den Jungs halt honoriert wird. Jetzt haben wir nächste Woche Ingolstadt vor der Brust, Freitagsspiel, Flutlicht. Was sagst du, wie gehst du erstmal zu diesem Spiel? Willst du 3 Punkte holen oder nur einen Punkt? Oder wie ist deine Einstellung, wie stellst du die Jungs ein?
Ja, ich glaube, im letzten Spiel vor Weihnachten geht es darum, positiv sich in die Winterpause zu verabschieden. Und ich wünsche den Jungs einfach, dass sie die Serie aufrechterhalten, die wir jetzt haben. Wir haben 3 Spiele in Folge ungeschlagen, war in der Saison auch noch nicht so. Und da wollen wir dann auch was mitnehmen. Also wir haben auch im Hinspiel gegen sie gut ausgesehen, mit dem Unentschieden zu Hause. Und ich glaube, dass da wirklich was drin ist. Und und dann gehst du mit einem positiven Gefühl in die Winterpause, was zwar jetzt auch durch die 2 Siege und das Unentschieden heute auch schon sicherlich ein bisschen Oberwasser, Gott sei Dank, bekommen und wieder. Aber das ist dann, glaube ich, nochmal wichtig, auch für die Vorbereitung, dass du mit dem Schwung dann, der überlebt dann auch, bis wieder losgeht. Und ich glaube, dann können alle ruhig schlafen, wenn wir da was mitnehmen. Positive Gefühl sagt für mich jetzt nichts im Punkte aus. Ist es 1 oder 3 Punkte? Keine Ahnung. Wir müssen gucken, wie das Spiel läuft. Und, aber ein Punkt ist doch schon eine Sache, Punkt, die realistisch ist, finde ich. Ja. 3 ist schön, ja, wenn man sie mitnimmt. Steht ja 0-0 am Anfang. Ja. Also von daher hätten wir ja, wenn mir nichts passiert, würden wir den Punkt dann haben. Und dann gucken wir halt, wenn es halt in unserem Möglichen ist, dann versuchen wir halt den 2. und den 3. Punkt auch noch einzuheimsen. Das sind doch schöne Worte. Mit den Worten verabschiede ich mich. Ich wünsche mir natürlich, dass der Daniel noch guckt, dass wir die 3 Punkte holen natürlich. Von den Fans erwarte ich, dass sie natürlich zahlreich uns unterstützen, natürlich mitfahren. In dem Sinne, schönen Abend, auf Wiedersehen. Ja.